In jenem Leben, in welchem der Bodhisattva ein Buddha wurde, der zukünftige Buddha, lebte eben zuvor sehr viele Leben als Bodhisattva, um eben all die Geistesqualitäten zu entwickeln, die einen Buddha ausmachen. Qualitäten eben wie Weisheit, Güte, Geduld, Entschlusskraft, Bemühen und so weiter. Er wurde als Prinz geboren im Königreich der Shakyas, unweit der heutigen Grenze von Nepal und von Indien. Und zur Zeit seiner Geburt wurde prophezeit, dass er entweder ein großer Weltenherrscher werden würde oder ein großer Heiliger. Sein Vater, König Suddhodana, wünschte natürlich, dass sein Sohn wie er eben ein großer Weltenherrscher würde und umgab seinen Sohn nach dieser Prophezeiung mit allen erdenklichen sinnlichen Vergnügen, ließ ihn ständig mit den angenehmsten Bedingungen umgeben. Es wird gesagt, dass er ihm für jede Jahreszeit einen anderen Palast bauen ließ, damit er nicht einen Moment die Unannehmlichkeit der Hitze oder der Kühle spüren sollte in seinem jungen Leben. Kurz, der König tat alles, um eben dem jungen Prinzen die kleinste Unannehmlichkeit aus seinem Leben zu schaffen. Wie eben zum Beispiel die Unannehmlichkeit des Jahreswechsels, der Kühle, der Wärme. Nur Angenehmes sollte seinem Sohn widerfahren. In der Hoffnung, dass eben sein Sohn nicht auf diese dumme Idee kommen könnte und der Welt entsagen. Eines Tages nun aber, trotz all diesen Erfahrungen, beschloss Siddhartha, wie der junge Prinz genannt wurde, den Palast zu verlassen und zu schauen, was hinter den Mauern des Palastes vorzufinden ist. Er wurde neugierig, interessiert, über hinter die Mauern zu schauen seines Lebens. Da nun der König davon hörte, hatte er große Angst, dass eben sein Sohn etwas Unangenehmes sehen oder widerfahren könnte und danach vielleicht eben sein Leben, wie er es jetzt lebt, in Frage stellen, und ließ beauftragen, all die unschönen Dinge draußen im Dorf, in den Städten wegzuräumen. Er ließ alle Häuser streichen, so dass alles schön aussah fürs Auge. Er ließ alle Alten, alle Kranken, alle toten Menschen, die, wie das ja auch heute immer noch ist in Indien, zahlreich zu sehen waren, er ließ all das wegräumen, auf die Seite tun. Als nun der junge Prinz seine wohlbehütete Umgebung verließ und begleitet von seinem Wagenführer auf einem Gefährt durch die Stadt fuhr, hieß es, ließen die Devas oder die himmlischen Wesen vier Boten des Himmels auf seinem Weg erscheinen. Der erste Bote des Himmels kam in Gestalt eines alten Mannes daher. Alter Mann mit Runzeln im Gesicht, vornübergebeugt, offensichtlich gezeichnet vom Alter. Und Prinz Siddhartha fragte seinen Wagenführer, wer ist dieser Mann mit weißem Haupthaar, der mit gekrümmtem Rücken den Weg entlang wankt? Hat die Hitze ihm oder seinen Körper so eingetrocknet? Oder ist er in diesem Zustand geboren? Es war für ihn völlig neu, überhaupt so ein Wesen zu sehen. Dies ist ein alter Mann, Ehrwürden, hat ihm der Wagenführer geantwortet. Alles, was geboren ist, wird alt. Auch dieser Mann, den du hier siehst, war einst ein Säugling, dann ein schöner Jüngling, voll Lebenskraft, doch eben mit den Jahren
des Alters tritt dieser Verfall des Körpers ein. Prinz Siddhartha war sehr schockiert ab dieser Nachricht, sehr bestürzt, und er wollte wissen, ob es nur diesem alten Mann so erginge oder ob eben ihm selber oder all den anderen Bekannten von ihm dasselbe Schicksal widerfahren würde. Und sein Wagenführer hat ihm dann eben auch geantwortet, auch der Ehrwürdige wird dasselbe Schicksal teilen eines Tages. Erschüttert unterbrach Prinz Siddhartha seinen Ausflug und ging wieder zurück in seinen Palast hinter die Mauern. Doch offenbar ließ es ihm keine Ruhe. Am nächsten Tag beschloss er wieder, auszufahren mit seinem Wagenführer, und der zweite der Himmelsboten begegnete ihm, ein Mensch, der am Wegrand lag, offensichtlich sehr leidend. Und wieder fragte Siddhartha, wer das sei, und erfuhr, dass es eben ein kranker Mensch sei. Und wiederum wollte er wissen, ob nur dieser eine Mensch dies erleiden müsse oder ob auch noch andere Wesen von dieser Qual betroffen seien. Jedes Wesen, das einen Körper hat, wird früher oder später krank werden, ob arm oder reich, jung oder alt. Nach dieser Nachricht kehrte Prinz wiederum zurück in seinen Palast, ziemlich aufgewühlt, das heißt geistig aufgeregt, dem Bild des Mondes im Wasser gleich vom Wellenzug gekräuselt, heißt es in den Schriften. Auf einer dritten Ausfahrt nächsten Tag begegnete den beiden ein Leichenzug. Wiederum die Frage des Buddha, etwas, das er noch nie gesehen hatte vorher, was da getragen werde mit all diesen Blumen geschmückt, während sich die Menschen darum herum das Haar rauften und weinten. Und erfuhr dann, dass das eben eine tote Frau ist, ihr Geist entflohen, welk und verfallen, die Gestalt. Wiederum die Frage, ob das ihr einziges Schicksal sei oder ob andere diesen gleichen Zustand erleiden müssen. Der erfuhr auch hier vom Wagenführer, dass alle, die geboren sind, diesen Weg gehen müssen und alles, was geboren ist, eben dem Tod unterworfen ist. So zum ersten Mal in seinem Leben nun war Siddhartha von der Vergänglichkeit und eben ihrer Unausweichlichkeit berührt worden. Auf der Rückfahrt, wie gesagt wird, sei den beiden ein Wandermönch begegnet, wie das damals zu der Zeit sehr üblich war, ein Wandermönch gehüllt in gelbe Roben. Und es wird auch gesagt, dass er friedlicher aussah als der Friede selbst. Auf die Frage Siddharthas, wer dies sei, meinte der Begleiter, dass dies eben ein sogenannter Samana sei, einer, der beschlossen hatte, die Welt hinter sich zu lassen und den wahren Sinn des Lebens zu erforschen und eben spirituelle Erfüllung zu realisieren. Diese Begegnungen des Prinz Siddhartha mit diesen vier Boten, dem Kranken, dem Alter, dem Toten, dem Wandermönchen, erweckten in Prinz Siddhartha das Bestreben, das er in all den unzähligen Leben vorher als Bodhisattva der Praxis gewidmet hatte. Also sie erweckten in ihm wieder etwas, das er vergessen hatte, verloren gegangen wurde, den Erforschergeist. Sie erweckten in ihm wieder all diese Fragen über das Leben. Was ist das Leben überhaupt? Was ist die Natur von Geburt? Was ist die Natur von Tod? Welche Kräfte halten sie aufrecht? Wie kann das Leiden, das ich da gesehen habe, zu einem Ende gebracht werden? Der vierte Bote, der wandernde Mönch, der friedlicher aussah als der Friede selbst, erweckte in ihm auch wieder
das Erkennen der Möglichkeit eben von Freiheit, vom Ende des Leidens, dass es tatsächlich möglich ist. Es war nach den Begegnungen mit diesen vier Boten, dass Prinz Siddhartha sich entschloss, das Leben im Palast, das ihm in dem Moment eher als oberflächlich, als eher sinnlos erschien, dies aufzugeben. Und es wird auch gesagt, dass er so in dieser bildlichen Sprache, in der das oft beschrieben wird, dass er sich das Zeichen seiner Königsherkunft, sich seines Zeichens entledigt. Und zwar waren das die langen Haare, dass er die mit einem, Messer Abschnitt quasi als Zeichen seiner Askese. Diejenigen von euch, die den Buddha, den Film gesehen haben, vielleicht Little Buddha von Bertolucci vor einigen Jahren, mögen sich vielleicht an die Szene erinnern im Film. Ich weiß nicht genau, ob es so war wie im Film, dass nämlich auch dort Prinz Siddhartha seine schönen Haare abschnitt und voll schön frisiert dastand. War vielleicht ein bisschen anders damals. Jedenfalls machte er sich, kleidete sich in einfachste Kleidung und machte sich auf den Weg. Diese Freiheit, dieses Glücklichsein, das er diesem Wandermönchen gesehen hatte, zu entdecken. Zuerst ging er zu vielen Lehren und praktizierte viele Konzentrationspraktiken, hat dann gemerkt, nach vielen Jahren der Übung, dass die nicht bis zur letztendlichen Freiheit führen, hat dann auch 6 Jahre viele asketische Praktiken unternommen, den Körper gequält und gefastet, um eben all die sogenannten Unreinheiten auszumerzen. Es wird auch gesagt, dass er gefastet hat hinunter zu einem Reiskorn pro Tag. Soweit, dass wenn er seinen Magen berührt hat, er sogleich seine Wirbelsäule spüren konnte. So ziemlich asketisch. Nach diesen 6 Jahren der Askese hat er, ich glaube, zum Glück für uns alle herausgefunden, dass auch das nicht die letztendliche Freiheit bringt, hat sich dann entschlossen, wieder zu essen und hat quasi dann diese berühmte Geschichte auch, die eben in Bodh Gaya spielt, hat sich dort unter einen Baum gesetzt und quasi diesen Entschluss gefasst, nicht eher aufzustehen von diesem Baum, bis er eben diese innere Freiheit verwirklicht hat. Und wie es weiter heißt, als der Morgenstern über dem Horizont aufging, realisierte er die höchste Erleuchtung, das Ende allen Leidens und damit auch die Vervollkommnung all der guten Herzens- und Geistesqualitäten. Er hat danach noch 45 Jahre zum Segen aller Wesen gelehrt, ist herumgezogen, hat Mönch- und Nonnenorden gegründet. Es waren also diese vier Boten, die ihm halfen aufzuwachen. Und gerade deshalb eben wahrscheinlich der Name die Boten des Himmels. Sie halfen ihm, die Begegnung mit diesen Boten, dem Tod, dem Kranken, dem alten Menschen, dem Wandermönchen, sie halfen ihm, seine Zeit weise zu nutzen, weise zu gebrauchen. Die Frage ist hier vielleicht nun, sehen wir diese vier Boten des Himmels in unserem eigenen Leben auch? Wie ist es zum Beispiel mit dem Boten, der eben in Gestalt eines alten Menschen daherkommt? Alle von uns, die ihre Eltern nicht sehr jung verloren haben, sehen, wie zum Beispiel eben unsere Eltern älter werden.
Die, die früher für uns gesorgt haben, werden mehr und mehr unterstützungsbedürftig, mehr und mehr wendet sich das Verhältnis, mehr und mehr werden wir diejenigen, die sie besorgen müssen. Die, die früher, als wir Kinder waren, die waren, die gewusst haben, wo man fragen konnte, werden mehr und mehr die, die nicht mehr so genau wissen, die ihr Gedächtnis verlieren. Ich werde in letzter Zeit sehr stark damit konfrontiert mit meinen Schwiegereltern, die sehr alt sind, der Vater 94 und die Schwiegermutter 87. Und in den vergangenen 15 Jahren, seit ich sie kenne, war das und ist es immer noch sehr eindrücklich, das mitzubekommen. Sie waren ja damals schon eigentlich recht alt, für mein Verhältnis jedenfalls, 78, 80. Und ich damals schon gedacht habe, die sind wirklich alt und wie ich aber jetzt über all die Jahre noch ganz andere Stufen des Alters auch wahrnehmen kann, wie das immer noch weiter abnehmen kann. Sie sind eigentlich gesund, eigentlich fehlt ihnen nichts in dem Sinne und trotzdem, wie die Sinne schwächer werden, das Gehör, das damals schon mit 80 nicht so gut war, wird immer noch weniger und weniger und mit dem Vater muss man hört nur noch, wenn man ihm ganz nah ins Ohr spricht, sonst ist er völlig weg und kann nichts mehr mitkriegen, was geht. Es gibt manchmal auch die absurdesten, manchmal ganz lustige Situationen, wo wir irgendwas zusammen sprechen mit Mutter und er dann irgendwo etwas erzählt aus einer Reise, die wir machten, völlig an einem anderen Ort ist. Auch die ganze Beweglichkeit, sie werden auch immer abhängiger. Zuerst wurde das Gehen mühsamer, jetzt ist er in einem Rollstuhl. Also das so mitzubekommen, ich finde das sehr, sehr eindrücklich auch. Gerade auch, wenn jemand nicht krank ist im Alter, sondern trotzdem zu sehen, auch ohne Krankheit scheint der Körper einfach an Schwäche zu gewinnen, die Kraft nimmt ab, die Sinne nehmen ab. Das Leben, der Radius, der Kreis wird immer enger. Obwohl die Bedürfnisse, die Wünsche sind zwar immer noch da, also gerade jetzt bei meinem Schwiegervater, er hat immer noch Pläne, wo er war immer jemand, der sehr viel reiste und weg wollte und ging. Und das ist immer noch da, das Bedürfnis, das ist auch oft sehr, sehr schwierig, dass er noch hierhin möchte und will. Aber mehr und mehr realisiert er auch, dass es wahrscheinlich zum Teil nie mehr möglich sein wird, auch all das zu tun und zu erleben. Ich kann mich auch erinnern, vor vielen Jahren, als ich war 15 oder 16 war, als ich das erste Mal eben mit diesem Alter konfrontiert wurde. Ich habe damals beschlossen, für 3 Wochen in eine psychiatrische Klinik arbeiten zu gehen. Ich war völlig naiv, noch nie irgendwas so gemacht oder mit Leuten zu tun gehabt, ja, so mit 15 Jahren. In Ferien dort hin arbeiten, kam auch gleich auf die relativ schwierigste Abteilung. Leute im Bett lagen und viele alte Leute, jemand ist auch gestorben dann, das war schon sehr schockierend. Und jedenfalls am Abend, weiß ich noch so genau, es war so schockierend für mich, wurde mir gesagt, ich soll zu dieser alten Frau gehen und ihr helfen beim Zähneputzen. Ich ging dann hin, so ganz naiv noch. Und sie gab mir dann einfach so ihr Gebiss in meine Hände. Das war so schockierend für mich. Ja, habe ich das irgendwie gewusst, oder man spricht ja davon oder hört davon, aber dass das dann tatsächlich so ist, war sehr eindrücklich. Auch die Frage, wie ist es mit der Wahrnehmung unseres eigenen Alters? Also mit meinen unterdessen 45 Jahren ist es ziemlich unumgänglich, wahrzunehmen, dass der Körper älter wird. So bis 30 konnte man sich noch so vormachen, dass das wahrscheinlich nur den anderen passiert, aber mir nicht.
konnte auch immer sagen, wenn sich jemand irgendwie geäußert hat, wie das so ein bisschen schwierig ist, älter zu werden. Ja, also das ist doch, da wird man doch weiser und überhaupt, und sind innere Werte, die da zählen und nicht das Äußere. Und wenn man dann plötzlich und nach, zum Glück ist ja noch so human, es kommt ja meistens nach und nach und nicht so von einer Minute auf die andere, merkt, dass das scheinbar bei einem auch so ist, ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Also wenn plötzlich der Körper anfängt anders auszusehen, der plötzlich nicht mehr mein Körper ist, der doch immer so war, und sich plötzlich da so braune Flecken oder irgendwo entstehen, die vorher nie da waren. Das Gefühl, also das ist doch gar nicht mich, das gehört doch gar nicht zu mir. Ich denke auch immer, wenn ich länger Retreat mache, mal wieder, habe ich immer das Gefühl, ich möchte das jetzt nicht sagen, um euch zu entmutigen, aber ich habe oft das Gefühl, dass man älter wird. Während eines Retreats. Ich glaube, es hat eher was mit der Wahrnehmung zu tun, dass wir da vielleicht auch, wie mit all den anderen Dingen, auch so ein bisschen genauer und ungeschmückter hinsehen. Jedenfalls fällt mir das immer auf in den langen Retreats. Ich habe auch immer mal wieder Phasen gehabt, wo ich eine Zeit lang nie mehr in den Spiegel schauen konnte, weil ich habe das Gefühl gehabt, jeden Tag wieder eine Runzel mehr. Und sie haben dann dort auch, wo ich Retreat gemacht habe, zum Glück so, also das war nicht absichtlich so, aber es hat einen Spiegel gehabt im ganzen Zentrum, der so ein bisschen bräunlich gefärbt ist. Da habe ich dann jeweils kurz, als ich aufs Klo musste, mich schnell mal angeschaut. Die Beweglichkeit des Körpers nimmt ab. Vor etwa ein paar Monaten, als Fred und ich uns auf den Weg machten von unserem Haus hinunter auf die Bahn mit viel Gepäck, um irgendwo hinzufahren für ein Retreat. Etwas, das ich sonst immer gut machen konnte. Links und rechts eine Tasche und 5 Minuten hinunter zur Bahn. Plötzlich hat gemacht. Und ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Und Fred, der ein bisschen noch einen schwierigen Rücken hatte als ich, musste dann noch meine Taschen auch noch mitnehmen, damit wir Zug und Flugzeug dann eben nicht verpassen wollten. War nichts zu machen, war einfach so. Es gab keine Möglichkeit, das in dem Moment zu ändern. Letzthin habe ich mal mit einer Freundin gesprochen über das Älterwerden und sie hat dann gesagt, ja, weißt du, mir geht es eigentlich so. Ich habe das Gefühl, innerlich werde ich immer mehr mich selber und äußerlich immer weniger. Also wenn unser Glücklichsein davon abhängt, wie unser Körper aussieht, wie viel Energie wir haben, wie er funktioniert, was wir mit ihm tun können, dann werden wir im Alter auf eine sehr harte Probe gestellt. Jedes Mal dann, wenn wir uns an Bild festhalten, wie wir eben auszusehen haben, wie viel Energie wir doch haben oder haben sollten, leiden wir, wenn sich eben dieses Bild oder wenn die Energie anders ist als unsere Vorstellungen. Also das Altern ist mehr und mehr eine Herausforderung, das Glücklichsein im Innen zu suchen und zu kultivieren. Der zweite Himmelsbote, der eines kranken Menschen. Vielleicht die Frage, welche Beziehung haben wir zu Krankheit? Welche Beziehung haben wir zu einem kranken Wesen, zu einem anderen oder gerade auch zu uns selber? Sehr oft ist es so, dass die erste Reaktion oder innere Haltung die ist, dass wir denken, es ist ein Fehler. Es ist ein Fehler des Lebens, es ist ein Fehler von mir, dass ich krank bin, es ist ein Fehler der Umstände, dass ich krank bin. So, wenn wir nur die richtige Diät
essen würden, wenn wir nur die rechte Medizin hätten, kaufen können, es zur Verfügung stehen würde, wenn wir nur den richtigen Lebenswandel hätten, die richtige Beziehung hätten, wenn wir nur vielleicht die richtige Meditationspraxis kennen würden, machen würden, dann würden wir nie krank werden. So irgendwo, denke ich, ist das... Irgendwo ist das ein Gedanke, vielleicht gar nicht so bewusst, der sich doch immer mal wieder einschleicht. Und das ist leider heutzutage in gewissen esoterischen Kreisen oft üblich, jemanden schon fast zu verurteilen, wenn er oder sie krank ist. Ich finde das ganz, soll ich sagen, äußerst tragisch auch, ja. Also so quasi, ja, wenn du nur, was immer, richtig umgehen würdest oder das nicht hättest oder dich so verhalten würdest, dann wärst du jetzt eben nicht krank. Und doch scheint es so zu sein, obwohl wir mehr denn je Medikamente zur Verfügung haben, sich viele Krankheiten, die es früher gab, nicht mehr da sind. Trotzdem ist es so, dass entweder immer neue Krankheiten wieder auftauchen, dass wir auch heute immer wieder krank werden. Also einen Körper zu haben, heißt verwundbar sein, heißt verletzlich sein. Und wir wissen diesbezüglich auch nie, was auf uns zukommt. Ich habe vor einigen Jahren auf einer Rehab-Klinik gearbeitet, die spezialisiert war für Patienten mit Gehirntraumas. Und es war sehr eindrücklich auch, gerade dort, weil sehr viele Patienten dort waren, die nicht so nach und nach mit einer Krankheit konfrontiert wurden, sondern wo das oft sehr plötzlich ihr Leben völlig verändert hat. Also zum Beispiel eine Frau, die mich sehr damals beschäftigt hat, die eine etwa 20-jährige Frau, die quasi von einem Tag oder eher eine Nacht auf den anderen Tag sich völlig nicht mehr bewegen konnte. Sie hatte dieses sogenannte Locked-in-Syndrome. Das Einzige, was sie noch bewegen konnte, waren ihre Augenlider. Sie hat dann mit der Zeit gelernt, also hat auch Therapie gehabt und konnte ihre Zunge gebrauchen, gelernt, einen Computer zu gebrauchen, um sich zu verständigen, überhaupt sich auszudrücken. Also eigentlich eines der schlimmsten Vorstellungen, finde ich, ja, sich von einem Moment zum anderen nicht mehr bewegen können, sich nicht ausdrücken zu können mit der Sprache, völlig unvorbereitet zu sein dazu. Es hat auch viele natürlich Patienten gehabt, die Unfälle hatten, Motorradunfälle. Da ist auch noch ein Mann, der völlig von Anfang an wieder lernen musste, zu gehen, zu essen, ganz elementare Dinge wieder lernen mussten durch seinen Unfall. Ein Patient hatten wir dort, der war sehr früh an Kinderlähmung erkrankt, war also auch gelähmt im Bett sein ganzes Leben lang, war auch ständig an eine Atmungsmaschine angeschlossen, also 24 Stunden lang. Alle Pflegenden, die Krankenschwester, die Pfleger, all die anderen auf der Abteilung, die waren immer alle sehr gern mit ihm, weil es war sehr eindrücklich, weil er eigentlich fast immer bei guter Laune war. Das hat mich sehr beeindruckt damals. Weil da war auch für mich die Frage, ja, ist so ein Leben überhaupt noch lebenswert, wenn man einfach so da liegt und sich nicht fortbewegen kann? Und er hat mir auch einmal gesagt, dass er keinen Moment seines Lebens missen möchte. Das hat mir auch wieder sehr, ja, zu denken gegeben. Wie können wir Leben messen? Ja, was ist die Qualität des Lebens? Oft finden wir ja, dass es unfair ist, auch Schmerzen zu haben.
Und ganz natürlicherweise reagieren wir eben mit Widerstand, und zwar brauchen das nicht nur diese äußerst dramatischen, äußerst schmerzhaften Erfahrungen sein, wie eben diese Patienten, sondern das sehen wir schon hier in der Meditation, während eines Sitzens oder im Laufe des Tages, wenn nur ein bisschen ein Anzeichen kommt von einem Schmerz, Knie, das schmerzt, Rücken, das schmerzt, sogleich Widerstand. Das Gefühl, es ist nicht in Ordnung, sollte nicht sein, wie kann ich es loswerden? Trotzdem scheint es eine Tatsache zu sein, die allen fühlenden Wesen eigen ist. Es scheint so zu sein, so viel wir uns auch dagegen wehren mögen, dass wenn wir in diese Welt gekommen ist, wenn wir einen Körper haben und dadurch, wenn wir ein Bewusstsein haben, dass wir, manchmal denke ich fast, gezwungen sind, gar keine andere Möglichkeit haben, als zu fühlen. Und da gehören eben auch die unangenehmen Empfindungen dazu. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir alles arrangiert haben, um so ein Retreat zu machen. Dann kommen wir hierhin an ein Retreat, um Ruhe zu haben, um meditieren zu können. Kaum sind wir da, kriegen wir eine Erkältung. Oder kaum sind wir da, kriegen wir Husten oder Schnupfen oder eine Grippe, so dass wir ins Bett gehen müssen. Also auch die hier denke ich immer die Frage, denken wir sofort, dass es ein Fehler ist, dass es ein Hindernis ist, um zu meditieren? Oder können wir vielleicht immer wieder erkennen, dass es vielleicht eben einer dieser Boten des Himmels ist, der uns etwas mitteilen will? Nämlich eben, der uns eine Tatsache des Lebens zeigen will, die es gilt zu sehen, anzunehmen, die es gilt zu verstehen und die auch immer eine Gelegenheit ist, Mitgefühl zu üben, zu kultivieren, für uns, für die anderen. Der dritte Bote, den Prinz Siddhartha begegnete, kam in Form eines Totenmenschen. Auch das etwas, ein Bote, dem wir begegnen in unserem Leben. Tod eines unserer Familienangehörigen, Geschwister, Kinder, Freund, eine Freundin, die Eltern. Unser eigener Tod, früher oder später. Der Tod, eigentlich das größte Geheimnis in unserem Leben. Eigentlich können wir nur zwei Dinge darüber sagen, nämlich es ist ungewiss, wann und wie er eintreten wird, und das Zweite, es ist gewiss, dass er eintreten wird, dass wir sterben werden. Weil eben es gerade ungewiss ist, wann wir sterben werden, können wir uns oft eben mit der direkten Auseinandersetzung, mit unserer eigenen Sterblichkeit, können wir die wie aufschieben. Wir sind oft ein bisschen so wie Kinder, die Verstecken spielen und sich dasjenige, das, ich weiß nicht, wie ihr das sagt, bei uns sagt man einschaut, also die anderen gehen sich verstecken und dann deckt man sich die Augen zu mit den Händen und zählt auf 10. Hat dann oft das Gefühl, die anderen sehen einem dann auch nicht, wenn wir die Augen zutun und nicht sehen. Michel de Montaigne schreibt in einem seiner Texte, in einem Essay über, mit dem Titel Philosophieren heißt Sterben lernen. Es gibt keinen Ort auf der Erde, wo uns der Tod nicht finden kann. Selbst wenn wir ständig unsere Köpfe in alle Richtungen winden, wie in einem unbekannten und bedrohlichen Land. Sollte es irgendeine Methode geben, welche uns vor des Todes Winden beschützt, so bin ich nicht der Mann, der diese abweisen würde. Aber es ist Torheit zu denken, dass du erfolgreich sein kannst. Menschen kommen und gehen, und sie trotten daher, und sie tanzen,
und nie ein Wort über den Tod. Alles gut und recht, doch wenn er dann zu ihnen selber kommt, zu ihren Frauen, ihren Kindern, ihren Freunden, und sie überrascht und unvorbereitet einholt, dann welches Elend, welches Geheule, welche Wut, welche Verzweiflung. Um damit anzufangen, dem Tod seinen größten Vorteil uns gegenüber zu berauben, lasst uns eine Methode zu eigen machen, die der gewöhnlichen ganz entgegengesetzt ist. Lasst uns dem Tod seine Fremdartigkeit entziehen. Lasst uns ihm begegnen. Lasst uns mit ihm vertraut werden. Lasst uns an nichts häufiger denken als an den Tod. Wir wissen nicht, wo der Tod uns erwartet. So lasst uns überall auf ihn warten. Sinnen auf den Tod heißt sinnen auf die Freiheit. Wer sterben gelernt hat, hat verlernt, ein Sklave zu sein. Der Mensch, dessen Todesanzeige wir lesen in der Zeitung, oder die Frau, die noch mit ihrer Einkaufstasche nach einem Unfall in die Unfallstation eingeliefert wird und stirbt, haben Sie an den Tod gedacht? Ich glaube, Sie haben genauso wie wir das Leben als selbstverständlich gehalten. Dies von Milarepa, dem großen tibetischen Yogi. Solange du stark und gesund bist, denkst du niemals an kommende Krankheit. Mit jeher Wucht aber trifft sie wie ein Blitz dich aus heiterem Himmel. Beschäftigt mit weltlichen Dingen, denkst du nicht an das Nahen des Todes. Geschwind aber kommt er wie Donner, der um dich wütet und tobt. Es gibt eine Geschichte in der buddhistischen Tradition, die ich sehr gerne habe, die sehr schön zeigt, dass wir eben alle dasselbe Schicksal teilen. Es ist die Geschichte von Kisakotami, deren Kind gestorben ist und die sehr verzweifelt ist darüber. Zur Zeit des Buddha erzählt man eine Geschichte von einer jungen Frau namens Kisakotami, die eine Reihe von tragischen Schicksalsschlägen erlitt. Zuerst starb ihr Ehemann und ein enges Familienmitglied. Ihr blieb nur der einzige Sohn. Dann befiel ihn eine Krankheit, so dass auch er starb. In Kummer und Wehklagen trug sie den Körper ihres toten Kindes überall hin und bat um Hilfe, um Medizin, um ihn wieder lebendig zu machen. Aber natürlich konnte niemand helfen. Schließlich schickte jemand sie zum Buddha, der in einem nahen Waldstück lehrte. Vor Kummer weinend näherte sie sich dem Buddha und sagte, »Großer Lehrer und Meister, bitte bring meinen Jungen zurück ins Leben.« Der Buddha sagte, »Ich will es tun, aber zuerst musst du etwas für mich tun. Kisakotami, du musst ins Dorf gehen und mir eine Handvoll Senfkörner, ein weit verbreitetes Gewürz in Indien, besorgen, woraus ich eine Medizin für dein Kind machen will.« »Aber noch eine Sache«, sagte der Buddha, »die Senfkörner müssen aus einem Haus kommen, wo niemand gestorben ist, wo niemand ein Kind oder Eltern, Ehepartner oder Freund verloren hat.« Kisakotami lief ins Dorf und stürzte ins erstbeste Haus, um Senfkörner zu erbitten. »Bitte, bitte, kann ich welche haben?« Und die Leute sahen ihren Kummer und reagierten sofort. Aber dann fragte sie, ist irgendjemand in diesem Haus gestorben, eine Mutter oder Tochter oder Vater oder Sohn? Sie antworteten, ja, erst im letzten Jahr hatten wir einen Todesfall. Da lief Kisakotami fort und zum nächsten Haus. Wieder boten sie ihr Senfkörner an und wieder fragte sie, ist hier jemand gestorben? Diesmal war es die unverheiratete Tante. Und im nächsten Haus war es die junge Tochter, die gestorben war. Und so ging es Haus für Haus in diesem Dorf. Sie konnte keinen Haushalt finden, dem der Tod nicht begegnet war. Am Ende setzte Kisakotami sich in ihrem Kummer nieder und erkannte, dass was ihr und ihrem Kind geschehen war, jedem geschieht. Dass alle, die geboren sind, auch sterben werden. Sie brachte den Leichnam ihres Sohnes zum Buddha zurück. Dort wurde er mit allen entsprechenden Riten beerdigt. Dann verneigte sie sich vor dem Buddha und
bat ihm um Unterweisung, die ihr Weisheit und Zuflucht in diesem Reich von Geburt und Tod bringen würden. Und sie nahm sich diese Unterweisungen so zu Herzen, dass sie selbst zu einer großen Yogini und Weisen wurde. Wir alle, ungeachtet wie reich oder wie arm, erleiden dieses Schicksal. Vor 2 Jahren waren Fred und ich nach dem Retreat hier, gingen wir nach Altötting, um diesen Pilgerort zu besuchen, und in der Kapelle drinnen hat es nochmal Treppen, die hinuntergehen zu einer anderen Kapelle, und dort befindet sich ein Grab von Feldmarschall Graf Tilly, scheinbar. Der Feldgraf Graf Tilly zusammen mit seinem Neffen und seiner Gemahlin. Das hat mich sehr beeindruckt, als wir dort hinuntergingen. Es war dann auch beschrieben, wie wichtig dieser Graf Tilly gewesen war zu seiner Zeit und was er erobert hat. Und da war einfach so diese Steinplatte und der Neffe und die Gemahlin, die einmal sehr, sehr wichtig gewesen waren. Sehr, sehr eindrücklich. Wir haben uns dann umgedreht, sind die Treppen wieder hochgegangen, und da hat so ein, wie eine Art Flagge gehabt, und da stand drauf: Grüß dich, Bruder Tod. Wie würden wir leben, wenn wir wüssten, dass wir am Ende dieses Retreats sterben würden? Wissen wir nicht, ob wir es tatsächlich überleben. Ich denke, vermehrt im Bewusstsein unseres eigenen Todes, der Vergänglichkeit von uns, von unseren Freunden zu leben, hat die Fähigkeit, unsere Handlungen, unsere Prioritäten im Leben zu klären und immer mal wieder ins rechte Licht zu rücken. Im Bewusstsein des ständig anwesenden Todes können wir oft auch mutiger sein und können wir oft vielleicht auch etwas annehmen oder sogar lieben, dass es uns unmöglich ist, wenn wir nicht in diesem Bewusstsein leben eben. So, dieses Bewusstsein unserer Vergänglichkeit hilft uns, das Leben in seiner ganzen Fülle auch wertzuschätzen. Manchmal, wenn ich in einem Café sitze zu Hause, etwas, das ich sehr gern tue, und Café sitzen, Zeitung lesen, oder wenn ich im Wartsaal bin, bei meiner Zahnärztin, warte, bis es an meiner Reihe ist, versuche ich mir, wenn ich mich daran erinnere, wirklich momentlang echt vorzustellen, dass ich tatsächlich nur noch ein paar Minuten zu leben hätte. Ich finde das so interessant, diese Übung, weil sie schneidet jedes Mal voll mitten durch all meine Sorgen, die ich mit mir rumtrage, meine Kommentare, die ich gerade gemacht habe über die Person, die da drüben sitzt, und wo ich allerlei Ideen, Vorstellungen, Meinungen habe über die Person. Der Druck, ob ich das alles schaffe, ob mir das gelingen wird, was ich mir vorgenommen habe, all das wird in dem Moment, wo ich echt in Kontakt bin und so für, auch wenn es nur so Momente sind, mir das echt vorstellen kann, fällt das völlig weg. Es wird irgendwie wie absolut irrelevant. Und alles bekommt eigentlich diesen unschätzbaren Wert. Also auch die Person, die, von der ich vorher gerade so mich ein bisschen abschätzig innerlich gedacht habe, sehe ich plötzlich in einem anderen Licht. Plötzlich, das ist ja so dieser Mensch da. So wie wenn ich ihn zum ersten Mal überhaupt wahrnehmen könnte. Einfach nicht, weil es so ist oder so ist, nicht weil es angenehm ist, sondern einfach, weil es das Leben ist. Das Leben im Vergleich zum Tod eben. Ich glaube eben, diese Auseinandersetzung mit unserer Vergänglichkeit beginnt immer jetzt. Wir müssen nicht warten, bis wir
vielleicht eine bedrohliche Krankheit haben, die es uns nur noch viel deutlicher zeigt, dass wir eben vergänglich sind, sondern in jedem Moment unseres Lebens können wir sehen, wie wir eben mit dieser Vergänglichkeit umgehen. Weil jeder Moment, jede Erfahrung eben in dem Sinne eine Geburt hat, geboren wird, entsteht, da ist für eine Weile und wieder vergeht, stirbt oder uns wieder entschwindet auch. Auch hier, gerade in der Meditation, können wir schauen, wie gehe ich um mit Erfahrungen, die ja ständig immer wieder, gerade schon wieder vergangen sind. Wie gehe ich um mit Enden am Retreat oder im Leben überhaupt, wenn etwas zu Ende geht, mit Beziehungen, mit Veränderungen in meinem Leben? So, eigentlich ist jeder Moment ist so wie eine kleine Geburt und wie ist wie eigentlich ein kleiner Tod, den wir immer wieder erfahren. Ich habe vor einiger Zeit in der Zeitung einen Artikel gesehen, den ich sehr eindrücklich fand, der so richtig aus dem Leben gegriffen zeigt, wie komplex, wie schmerzhaft es sein kann, wenn wir eben nicht loslassen. In diesem Fall hier geht es um das Loslassen oder eben Festhalten an Ideen, Vorstellungen. Es ist eine wahre Geschichte, und zwar hat die in der Schweiz sich abgespielt. Zwei Männer waren zusammen in einer Gondel, die auf einen Aussichtsberg fuhr. Es ist sehr windig gewesen. Und scheinbar konnten sich die beiden Männer nicht einigen, ob sie das Fenster schließen sollten, der Gondel, oder offen behalten. Und einer der beiden wurde dann täglich, man muss sich so die Situation vorstellen, da irgendwo auf 2000 Meter zwei Männer in dieser Gondel drin, wurde täglich ziemlich aggressiv. Der andere hat dann Angst gekriegt und die Notbremse gezogen dort in der Gondel. Was sofort zur Folge hatte, dass das ganze System natürlich blockiert wurde, alles stillgestanden. Es hat dann eine lange Geschichte nach sich gezogen. Sie wurden dann gerettet, Helikopter wurde avisiert. Man konnte sie aus dieser Gondel befreien. Sie wurden dann verurteilt, mussten Schadenersatz zahlen, natürlich Helikopter, ganzen Ausfälle, Reparaturen und so weiter. Ich meine, ein kleines praktisches Beispiel, was passieren kann, wenn wir festhalten, wenn wir nicht loslassen. Dies ist von Rumi aus seinem Sammlung seiner Gedichte, offenes Geheimnis. Im großen Mysterium können wir nichts wirklich besitzen. Was ist also das Gefühl der Konkurrenz, das wir haben, bevor wir einer nach dem anderen durch dasselbe Tor schreiten? Der vierte Bote, dem Prinz Siddhartha begegnete, war eben dieser Samana, dieser sogenannte Hausloser, dieser Wanderer, der sich von allem materiellen Besitz abgewandt hatte und ein einfaches Leben führte, um sich voll und ganz seiner spirituellen Praxis zu widmen. Und obwohl er keine weltlichen Besitztümer hatte, war er zufrieden, war er glücklich. Und dies ist es auch, was den Prinzen so sehr beeindruckt hatte, was ihn eben auch bewegt hatte, seine Suche aufzunehmen. Ich nehme mal an, dass wir alle vielleicht nicht gerade wie dieser Prinz Siddhartha aufgewachsen sind, mit einem Palast für jede Jahreszeit, dass uns alles Unangenehme weg aus unserem Leben verbannt wurde. Und doch, denke ich, gibt es Parallelen zu dem Leben des Prinzen Siddhartha.
Auch wir haben in dem Sinne eigentlich alles, was wir benötigen oder mehr, als wir benötigen hier. Und auch hier ist die Frage, ist es echt das, was uns glücklich macht? Die Frage, ist mein Leben ein ständiges Suchen nach angenehmen Dingen? Verbringe ich mein Leben in ein ständiges Suchen nach Vergnügen, nach angenehmen Erfahrungen, Sinneserfahrungen? Auf allen Ebenen, seien das angenehme Körperempfindungen, Essen, schöne Dinge zum Anschauen, zum Hören, zum Riechen, zum Schmecken, angenehme innere Reisen der Gedankenwelt, der Fantasiewelt, oder lebe ich, um eben tiefer zu sehen, um zu verstehen, um Weisheit, um Mitgefühl zu entwickeln? Ich denke, ein komplexes Leben, in welchem wir ständig darauf aus sind, die äußeren Dinge zu perfektionieren. Also uns zu perfektionieren, unsere Umstände zu perfektionieren, lässt uns eben auch sehr wenig Zeit, uns dem zu widmen, was uns nicht ständig enttäuscht, was nicht ständig wechselt. Und diese Abkehr ist eigentlich nichts anderes als eben auch eine Vereinfachung. So all die Dinge, von denen ich in meinem letzten Vortrag gesprochen habe, das Vereinfachen auf all den verschiedenen Ebenen. Durch dieses Vereinfachen entsteht eben auch mehr Zeit, es entsteht mehr innerer Raum, um uns unserem Innenleben zuzuwenden. Und das ist eigentlich auch das, was in einem Retreat wie hier eben geschieht, was wir tun hier. So diese Abkehr, dieser freiwillige Verzicht auf die Komplexität erlaubt es eben unserem Geist, zur Ruhe zu kommen, stiller zu werden. Und mit diesem ruhigeren Geist sehen wir eben auch all die Gewohnheit, das Glück, den Frieden, die Erfüllung immer wieder in etwas anderem zu suchen, als in dem, was wir gerade haben. Oder im nächsten Partner, oder in einem anderen Job, in einer größeren Wohnung, im nächsten Retreat. Wenn wir denken, wir haben es diesmal nicht geschafft, können wir immer noch hoffen, dass wir es dann im nächsten Mal schaffen. Wenn wir schon ein paar Mal an einem Retreat waren, ist es ein bisschen schwieriger, weil dann wissen wir auch, dass dieses Retreat schon das nächste ist vom letzten Mal. Können es uns erhoffen im nächsten Sitzen, im nächsten Atemzug, in einer anderen Emotion als die, die wir haben. Also diese Abkehr, die dieser vierte Himmelsbote eigentlich symbolisiert, diese Abkehr der Welt, der Komplexität, der Scheinwelt vielleicht auch, ist eigentlich ein Loslassen des Greifens, ein Loslassen des Suchens, des Hoffens, und es ist ein gleichzeitig damit ein Zuhause sein, ein sich niederlassen, eben im gegenwärtigen Moment. Es spielt tatsächlich keine Rolle, ob wir nun eben diesen Ton hören oder jenen Ton, ob gerade dieser Gedanke vorbeizieht oder ob es eben ein anderer Gedanke ist, ob wir dieses Gefühl haben oder ein anderes Gefühl. Denn der Friede, das Glücklichsein, das Gefühl auch von Vollkommenheit, von Ganzheit, kann uns nie dauerhaft von eben einer dieser Erfahrungen gegeben werden. Diese Erfahrungen, die immer wieder kommen, eine Weile da sind und wieder vergehen. Da sie eben in sich selber so unbeständig sind, sich verändern. Aber in jedem Moment, wenn Verlangen im Geist, im Herz da ist, ist das Herz nicht zu Hause. Immer dann, wenn kein Verlangen da ist, in jedem solchen Moment ist es da, sind wir da, wo wir eigentlich sein wollen, nämlich zu Hause angekommen in Frieden. Also was wir hier üben, ist ein Herz, ein Geist, das nicht ständig auf die Erscheinungen
auf die Umstände reagieren muss, sondern ein Herz, das stark genug ist, das auch groß genug ist, um mit dem Fluss des Lebens zu fließen. Ein Herz, das sich nicht festhält, sich nicht festklammert. Ein Herz, in dem eben alles seinen Platz hat und findet. Und jedes Mal, wenn wir diesen vier Himmelsboten begegnen, sei es eben in der Form des Alters oder des Krankheit oder des Todes, haben wir eigentlich auch die Wahl. Wir haben die Wahl, wir können sie ignorieren, wenn einer dieser Boten da ist. Wir können so tun, als sehen wir sie nicht, als ob sie nicht existieren würden. Oder wir können sie zwar sehen und schauen, wer schuld ist, dass sie da ist. Wir können uns auch ihnen zuwenden und uns dann völlig deprimiert fühlen. Eine weitere Variante. Eine andere Möglichkeit ist tatsächlich, sie eben als Boten des Himmels zu sehen, die uns helfen, das ganze Leben anzunehmen, die uns helfen, mit dem zu sein, was eben gerade ist, statt zu suchen, was wir vielleicht noch herausholen könnten. Also mit diesen Boten in Kontakt sein, heißt in Kontakt sein mit den Quellen der Dringlichkeit unserer spirituellen Praxis. Und der vierte Bote, der Mönch, hilft uns eben nach dieser Dringlichkeit auch zu handeln, unser Leben zu gestalten. Jeder Moment ist in dem Sinne gleichsam wichtig. Es ist unsere Aufgabe, hier unser Herz offen zu halten, alle Erfahrungen, noch so tief, noch so oberflächlich, noch so wichtig, noch so unwichtig, werden kommen und gehen. Keine davon gehört uns, keine davon ist das, was wir sind. Und es ist in diesem Herz, das sich eben nicht an nichts, an absolut gar nichts festhält, wo wir auch erfahren, wer wir tatsächlich sind. Ich möchte noch enden mit einer Geschichte, die ich vorher gefunden habe. Ich weiß nicht genau, ob sie Sinn macht hier an dieser Stelle. Ich lese sie trotzdem. Einst waren die Menschen noch in Verbindung mit ihrer göttlichen Natur. Mit der Zeit wurden sie jedoch arrogant gegenüber den anderen Wesen, die mit ihnen die Erde bewohnten. Die Götter beschlossen daraufhin, die Menschen zu bestrafen, indem sie ihre eigene Göttlichkeit vor ihnen versteckten. »Lasst uns die Wahrheit auf dem höchsten Berg verstecken«, schlug einer der Götter vor. »Nein«, meinte ein anderer, »sie werden eines Tages diesen Gipfel erklimmen und die Wahrheit dort finden. Wie wäre es, wenn wir sie auf dem Meeresgrund verstecken würden?« »Nein«, antwortete ein anderer, »eines Tages werden sie die Tiefen der Ozeane ergründen und die Wahrheit auch dort entdecken.« »Ich weiß, was wir tun können«, sagte der Weiseste unter ihnen. »Verstecken wir die Wahrheit tief in ihrem Herzen. Dort werden sie nie hinschauen.« Zum Glück haben wir hier angefangen, dorthin zu schauen. Ich denke, es ist etwas, dessen wir uns freuen können, eben eine Praxis zu haben, eine Praxis auch auszuüben, die uns eben mit dieser Wahrheit in Verbindung bringen kann. Vielleicht noch kurz einen Moment stillsitzen.